Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Deponia Doomsday hier in Gardehold 2. Schön, dass du mich hier gefunden hast. Und wir wollen hier natürlich einfach mehr spielen und deswegen geht's weiter mit unserer Aufgabe. Wir müssen nämlich 10.000 Punkte erreichen oder irgendwie so. Danke für nichts. Sagen wir mal, keine thanks for Ursache. Nothing. Das ist mein Job. Ja, ich hatte auch genau diesen Eindruck. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Wir nehmen natürlich erstmal alles mit, was wir irgendwie mitnehmen können, würde ich vorschlagen. Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. Geht's hier noch weiter? Nein. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben jetzt den geilen Schlegel hier. Habitatring. Nehmen wir mal den Helm mit. Das ist ja so Adventure jetzt, ne? Also einfach alles mitnehmen, was lieber drauf in Bäumen ist und dann so lange irgendwie miteinander kombinieren, bis wir irgendwas bauen können. Weiß der Geier was. Achso, den Helm hatten wir schon. Entschuldigung. Ansonsten war hier nichts mehr. Ich nenne es Etü. Hatten wir schon. Gut, dann wieder in den Aufzug rein und klappen wir mal die anderen Stockwerke ab. Was haben wir denn noch? Wobei, da fällt mir gerade eine Sache auf. Funzone. Ah, zu den lustigen Willkommen Spielen, nicht schon wieder. In der Funzone. Wie komme ich hier raus? Ich will hier raus. Danke. Chillout Zone, was war das denn? Nicht. Hä? Oh. Wow. Wow. So, wer bist denn du? Ah, ältester Dö. Bist du einer von den Ältesten? Ja. Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone. Ich beginne ein Muster zu erkennen. Die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Na, weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Ja, können wir hier noch was machen? Was haben wir denn hier? Ein Wolpertinger-Generator. Nee, das sehe ich schon. Das ist zu hoch für mich. Was muss er denn hier machen? Eine Datasette. Datasette. Wir haben doch eine Datasette mitgenommen, oder nicht? Und hier? Ich dachte, wir hätten eine Datasette mitgenommen. Habe ich wohl geirrt. Okay, gehen wir wieder raus. Was haben wir noch hier? Hier geht's ja zur Fahrstuhl. Geht's hier hin? Wissen wir nicht. Okay. Ach, du lieber Gott, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, das klingt nicht gut. Au, 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 au. Au, 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 au. Streichelzoo. Aufzug. Alter, wie viele Räume haben wir hier? Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Da draußen stehen Leute. Gut, gehen wir mal nach hier. Den ganz schön pelzigen Rücken hier. Ach, Moment, das ist ein Ältester. Stopp. Hallo, aus. Alter, wo sind... Eine Würstchenbude. Warte mal. Ich habe natürlich so eine gewisse Vorahnung, was dieser Älteste uns sagen wird. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gerechnet, dass er sagt,
Du brauchst 10.000 Spaßpunkte. So, was haben wir denn hier? Ein Bockwurst-Automat. Er kann so Wurst kaufen. Worst things worst. Verstehst du? Worst things worst. Der Automat für ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Gut. Was haben wir hier? Oh, noch ein Ältester. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Ach. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Ja. Was haben wir noch? Nix. Doch, eine Klappe. Eine offene Klappe. Noch ein Datasettenschlitz. Na toll. Ne? Zweiter Hier geht's jetzt zum Streichelzoo. Da wollen wir natürlich wieder hin. Die pusselichen Tierchen. Ah, ist noch eine Klappe. Oh, ein Datasettenfach. Welche Überraschung. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Ein Moment. Wieso erinnert dich ein Einschiebeschlitz für Datasetten an die Frau? Naja, was haben wir denn hier? Eine Rotlichtlampe. Mhm. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Aua, heiß! So, jetzt haben wir jedes Problem mit einem leeren Steckplatz. Untere Schleusen kennen wir schon. Da fehlt ein Klangstab. Der Red Key? Ja, das ist Absicht. Der Computerkern ist Sperrgebiet. Nur Fachkräfte mit dem pölserroten Klangstab haben Zutritt. Aber glaub mir, da willst du sowieso nicht hin. Voll langweilig ist es da. Wir brauchen eine Taste. Wo gibt's die? Im Klavier. So, wie kriegen wir denn die Taste aus dem Klavier? Einfach mal draufhämmern. Wir haben doch hier diesen... Wärmelampe? Zange vielleicht? Sag mal, das war Fistubanause. So, jetzt müssen wir die noch irgendwie rot kriegen. Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine leuchtende Glühbirne über meinem Kopf. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte... Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Wie kriegen wir jetzt die Taste rot? Aber vielleicht geht's ja auch so. Probieren wir mal. Ah, Ronny! Pass auf. So, Taste. Also, es ist ein White Key und kein Red Key. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Farbe, Farbe, Farbe. Was können wir noch mit Farben machen? Geh erstmal wieder raus. Die Echsenhaut können wir auch nichts machen, ne? Können wir die Bär... Nee, die können wir auch nicht weiter... Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber... White Key? Da wurde wohl bei der Übersetzung geschlampt. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine leuchtende Glühbirne über meinem Kopf. Das geht alles nicht. Wir haben also irgendwas übersehen. Cocktails hier, ich vermisse... Wir haben irgendwas übersehen.
So, bei dem Pärchen haben wir noch nicht mit beiden gesprochen, glaube ich, ne? Was denn hier mit Hannah? Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Oh, wie schön. Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Hannah. Ach, Tanner, das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Gut, hier haben wir auf jeden Fall nichts mehr. Elsenrad haben wir auch nichts mehr. Fun-Zone? Was war denn nochmal? Nee. Chill-Out-Zone. Machen wir da erstmal. So, können wir hier noch irgendwas machen? Können wir vielleicht hier irgendwie die Taste in den Automaten reinschieben? Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Okay. Was ist das denn hier eigentlich? Pfoten? Concrafter, ein Haufen Scheiße, eine wandelnde Kohlepfanne und ein Stück Käse. Aha. Mal gucken, ob hier der Delik jetzt auch von ihm abgemahnt wird, weil sie sein Logo benutzen. Verstehst du? Wegen Logo und... Ja. Also hier haben wir, glaube ich, nichts übersehen. Dann gehen wir mal zum Spa, nicht zum Cocktailbar, zum Spa. Zum Spa. So, Sauna geht nicht. Streichelt, so warm war. Hier gibt's auch nichts. Weiter. Ah. Hä? Wurstthing, der Automat für ihr Pers... Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Zähne. Ich glaube, ich muss gleich nochmal eine Taste rausnehmen. Was ist jetzt passiert? Hey, das funktioniert ja tatsächlich. Alles ist besser als Wurst. Jetzt wäre der perfekte Augenblick. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber... Das ist auch so schon wachsig. Vielleicht... Wie kriegen wir jetzt das Rotlicht auf die Wurst? Im Streichelzoo, klar. War denn der da? Hätte ich die Lampe gar nicht rausschrauben dürfen, was? Kann ich nicht wieder reinschrauben, was ist jetzt los? Ah! Wir haben ja noch eine Lampe. Bei dem Ältesten. Da. Bing! Was ist denn, wenn wir die Lampe gegen die austauschen? Aua, heiß! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Sollte funktionieren. So, Wurstki. Das Stroh? Ist zwar kolossaler Unsinn, aber gut zu wissen, dass ich für den Fall der Fälle immer noch das Stroh im Hinterkopf habe. Warum liegt denn hier eigentlich Stroh? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchenfest. Alu-Reflektor? Was ist denn damit? Stroh? Nehmen wir auch mal mit. Versteh einer diese Elysianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. So viel zum Grüne-Wiese-Ansatz. Zurück zum altbewährten Verbrannte-Erde-Prinzip. Ja, verbrannte Erde. Liebe Kinder, wenn ihr in Geschichte aufpasst, wisst ihr, was das ist. So. Jetzt haben wir mal Red Key. Sehr gut.
Gucken wir mal, der führt uns jetzt in den Computerkern. Jetzt hauen wir mal auf die Taste mit der Wurst in der Pelle. Und was dabei rauskommt, wenn wir uns in den Computerkern fortbewegen, hinbewegen, das seht ihr in der nächsten Folge von Deponia, wann auch immer der erscheinen wird, denn hier in Garderol 2 kommt's, wenn's kommt. Tschüss.